Hallo alle miteinander. Heute bleibe ich einfach im Hintergrund und erkläre ich euch einen Zeichentrickfilm, der vor 10 Jahren ins Netz gestellt wurde. Das heißt iPad Goat 2. Ich bin auch ein Hausziegenbock, sozusagen kann man das übersetzen. Wo viele prophetische Sachen zu finden sind. Man kann die natürlich als Analyse auch verstehen. Jemand konnte die Zukunft einfach analysieren und deswegen hat er diesen Film gemacht. Aber man kann das auch als prophetisch begutachten. Erklären. Hier am Anfang wird ein Ziegenbock dargestellt. Mit einem Strichcode auf der Stirn. Vielleicht wird das man nicht so gut sehen, weil ich hier vor dem Computer einfach sitze. Und in einer Box sitzt er hinter Stacheldraht. Da wird er überwacht. Und damit wird der Zustand des Durchschnittsmenschen dargestellt. Ziegenbock steht für ungläubig. Also in der Bibel werden die Schafe von den Ziegenböcken getrennt. Also die Ungläubigen von den Ungläubigen. Da gibt es so ein Gleichnis. Mehrfach gibt es diesen Gleichnis. Und ein Ziegenbock steht für ungläubig. Also die aktuelle Masse der Menschen sind Ungläubige. Und die sind in eine Denkbox gesperrt und werden überwacht, dass die nicht aus dem Rahmen fallen, sozusagen. Seine Augen sind auch so hypnotisiert. Das bedeutet, dass er von den Medien hypnotisiert wird und manipuliert wird. So, jetzt kommen so Händchen ins Spiel. Die eine ist mit Blut verschmiert und die andere ist mit dem Dollarzeichen. Also Blutgier und Machtgier oder Geldgier steckt hinter dem System. Und die manipulieren die Puppe, Bush hier in diesem Fall. Er ist eine Marionette, ein Spielchen. So, dieses Verdrehen des Kopfes um 360 Grad, bedeutet, dass er besessen ist. Das ist ein Zeichen der Besessenheit. So, was hier interessant ist, auf der Karte sind so Stellen angezeichnet, wo Terroranschläge verübt wurden. Da oben ist eine Eule. Ja, hier ist, schon, ne? Scheint, hört sich wie Time Out. Time Out, die Zeit geht aus, was er gesagt hat. Schemani, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, was das bedeutet. Mit Money irgendwas oder weiß ich nicht. So, jetzt ist er kaputt gegangen. Das ist auch ein Zeichen für Marionette, dass die nicht immer richtig funktionieren. Da oben ist eine D-Doll. Eine Puppe, wie läuft das? Der hat da so ein Mützchen, wie so ein Kasper. Also der sitzt im Klassenzimmer, als damals der World Trade Center angegriffen wurde, hat er auch den Kindern ein Buch über einen Ziegenbock vorgelesen. Hier sind so komische Symbole hier. Evolution mit einer Galgen da vorne, wie Revolution, könnte man sagen. Hier ist ein gespaltenes Gehirn. Keine Ahnung, was das alles bedeutet hier. So, jetzt zeigt er den Teufelszeichen mit beiden Händen. Und verdreht den Kopf, das auch ein Symbol für die Besessenheit ist. Auf einmal wird er zum Obama. So, jetzt lacht er so ganz fies, so schadenfroh. Er hat natürlich der USA auch großen Schaden zugefügt. So, jetzt kommen wir zu Alice im Wunderland, sozusagen aus dem Wunderland. Sie steht hier für das bewusste Denken, für die Erkenntnis sozusagen. Und im Hintergrund sehen wir
Menschen aus grauer Masse, so geknetet. Also die graue Masse, die nicht selbstständig denken kann. Das sind Leute, die von den Medien manipuliert werden. Die werden auch mit Stacheldraht so dazwischen umschlungen. Und kann man sehen, weiß ich nicht jetzt hier. Das bedeutet Unfreiheit. Diese Menschen können nicht frei denken. Die sind wie eine graue Masse, aus der man kneten kann, was man will. Das Mädchen scheint aber erleuchtet zu sein, weil sie die Situation versteht. Sie hat die Erkenntnis. Sie sitzt auch in so einem Schutzkreis, der sie scheinbar vor Manipulation schützt. Da hinten erscheint Exit, Ausgang. Also es gibt schon einen Ausgang aus der Situation, wenn man nachdenkt. Sie denkt nach scheinbar, und dabei erscheint das Zeichen Ausgang. So, der Apfel, die Frucht der Erkenntnis könnte das symbolisieren. Und diese Blume auch, also Weisheit, Erkenntnis oder Freiheit, geistige Freiheit. Und hier sind die Initialen von dem Autor des Buches Alice im Wunderland. Darauf wird es bezogen hier. Hier ist ein Stiefel, anscheinend von Obama, und darunter ist der Dollar oder eine Münze, keine Ahnung, ob das jetzt Dollar ist oder was, keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet. So, Obama hat aber Angst vor dieser Erkenntnis, vor dieser Blume. Anscheinend haben die Machthaber genau davor Angst, dass die Menschen verstehen, was abläuft. Vor der Erkenntnis der Massen haben die Angst. Das darf nicht zugelassen werden. So. Jetzt haben wir das Ganze von außen jetzt. Hier steht auf der Wand Psalm 39, 29. Mann, was sage ich da? 23. Das ist eine komische 2 und dahinter so eine 3. Da kann man schwer erkennen, muss man genau hingucken. Psalm 23. Und Psalm 23 geht es ja darum, wenn ich wanderte im finsteren Tale, so ist der Herr bei mir. Also es geht um schwierige Zustände, schlimme Zeiten. Und so sind die schlimmen Zeiten hier anscheinend schon angefangen. So, die amerikanische Flagge ist zerrissen und weggeflogen ein Teil. Und der Mast steht schief. Das bedeutet, dass USA in sehr großen Schwierigkeiten ist. Auf dem Turm ist eine Uhr, die auf 12 zeigt. Nicht mehr 5 vor 12, sondern 12. 12. Das bedeutet, es hat schon begonnen. So, da brennen die Zwillingstürme im Hintergrund. Die ganze Lage ist auch bedrohlich. Also diese Eisberge, die wie eine Welle über dieser Stadt hängen, sieht schon bedrohlich aus. Und die Stadt ist auf einem Eisberg, auf einer Eisscholle platziert. Also das alles, die ganze Szenerie bedeutet, dass USA in sehr großen Schwierigkeiten ist. Und hier fallen die zwei Türme World Trade Center. So, hier tanzt ein Dämon in einer Maske, das tragische Maske. Also, das hat wahrscheinlich mit Lügen um den World Trade Center zu tun, mit einer Maske der Trauer, des Trauers. So, jetzt kommt das Schiff aus dem Totenreich hervor. Darauf steht ein Tigris. So, aber jetzt kommen wir wieder weiter. Hier geht es um
Osama bin Laden mit seiner Truppe. So, hier ist der Osama bin Laden dargestellt mit einem Zeichen des amerikanischen Geheimdienstes auf der Brust. Im Hintergrund ist ein roter Mondsichel und im Hintergrund sind seine Kollegen, die wie Pyramiden aussehen. So manipulierte Gestalten. So, hier wird die Rationierung des Erdöls dargestellt. Hier sind die Erdölpumpen im Hintergrund und die das Öl wird aber in die Weltwirtschaft nur tropfenweise zugelassen. Was der Weltwirtschaft natürlich schaden wird. So, jetzt erscheint die Freiheitsstatue. Darunter ist Davids Stern. So, jetzt wird bei der Freiheitsstatue die Fackel, mit der, die Fackel abgebrochen. Die Fackel steht für Freiheit, die politische und geistige Freiheit. Und diese Fackel wird abgebrochen und fällt zu Boden. Also das Ende der politischen und geistigen Freiheit in den USA. So, hier wird ein Kind dargestellt, der von Kindheit an von den Medien manipuliert wird, sozusagen, kontrolliert wird. Da kommt jetzt wieder dieses Totenschiff mit dem Antichrist, der erstmal aussieht wie Jesus, sozusagen, aber das ist nicht Jesus. Sieht nur auf den ersten Blick so aus. So, hier werden die Medien dargestellt, wie eine Schlange, die Menschen manipuliert. So sehen geistig gesehen die meisten Menschen aus. Die sind Fracks, die hohl sind. Einfach, die haben kein selbstständiges Denken. Die werden vollkommen von den Medien manipuliert. So, hier in seinen Augen lief gerade der Zusammenbruch der Börsen und dann Krieg, War. Der Abbruch der Börse und dann der Krieg. So, jetzt fliegen die Flugzeuge, die aussehen so ein bisschen wie ein freimaurerisches Symbol. Lineal und also Winkel und Zirkel, so ein bisschen sehen die aus. Und die greifen Al-Aqsa-Moschee an. Moschee in Jerusalem. Bam. Es wird aber nicht völlig zerstört, sondern nur von einer Seite irgendwie. Aus der Moschee kommen die schwarzen Vögel. Die können symbolisieren terroristische Angriffe weltweit. Die fliegen direkt auf uns zu. So, hier geht es weiter mit dem Schmetterling. Schmetterling symbolisiert die Freiheit des Denkens. Dieser Schmetterling wird von dem Antichristen verbrannt. Also die Freiheit des Denkens hat ein Ende. So, hier. Ja, wie soll man eigentlich die Freiheit des Denkens zerstören? Das ist schon ein Kunststückchen. Dazu bräuchte man einen Eingriff in unsere Gedankenwelt. Zum Beispiel durch einen Mikrochip, der unsere Gedanken, der unsere Gehirnwellen abliest. Zum Beispiel einen Computer, Hauptcomputer schickt, der das entschlüsselt und dann wiederum uns Wellen einsendet, die unsere Gedanken kontrollieren. Das ist ein kompliziertes Prozess. Man könnte es auch die Zerstörung der Freiheit allgemein deuten. Also Schmetterling steht für die Freiheit.
eigentlich Freiheit des Denkens und die wird vernichtet. So, jetzt tanzt wieder der Dämon mit der Trauermaske und jetzt kommen wir zu der Witwe im Schwarz. Die steht wahrscheinlich für die muslimische Welt. Sie hat ein Fläschchen in der Hand, aus dem scheinbar ein Atompilz aufsteigt. Aber es ist nicht direkt aus diesem Fläschchen, sondern es ist im Hintergrund. Sieht aber so aus, als wäre das aus dem Fläschchen sozusagen freigelassen worden. Der Djinn aus der Flasche. Also Atomangriff. Kann sein, dass es um einen terroristischen Angriff geht. Aber auf jeden Fall, die muslimische Welt wird massiv darunter leiden. Das sieht aus dem Bild kann man das lesen, dass es sehr stark die muslimische Welt treffen wird. Der Junge, der auf den Händen liegt, scheint auch tot oder schwer verletzt zu sein. So, dieser Käfer steht in der ägyptischen Mythologie für Wiedergeburt. Also der Islam wird nicht ganz untergehen, sondern wiedergeboren werden in eine andere Form. So, hier haben wir Afrika. Das Mädchen steht für Afrika. Auf ihrem Schoß liegt Kalaschnikow, ein Maschinengewehr. Und ihre Hände werden freigebunden von diesem Typen da, der hier einen Totenschädel hat, Totenkopf mit Knochen hat. Und hier auf der Brust scheint er ein umgedrehtes Kreuz zu haben. Und das wiederum löst die Hände dieser Puppe, die wird dargestellt wie eine Marionette, wie eine Puppe, die dann eingesetzt wird gegen jemanden. Und da sie in unsere Richtung blickt, vermute ich mal, dass sie gegen Europa eingesetzt wird, also Afrika. So, jetzt kommen wir weiter zu diesem Bild, das ist auch interessant. Der Arbeiter versinkt in eine grüne Masse. Diese grüne Masse steht für die grüne Ideologie, die die Wirtschaft zerstört. Also der Hammer steht für Arbeiter und die Sichel steht für die Bauern. Die Arbeiterklasse und die Bauern gehen unter in dieser grünen Masse, die ihnen das Leben unerträglich macht, die Wirtschaft zerstört. Die grüne Ideologie ist das. So, das nächste Bild. Hier haben wir ein asiatisches Mädchen mit einem Tiger auf dem Rücken, mit einer weißen Fahne. Und ihr entgegenkommen Panzer, viele Panzer. Das vordere hat ein grünes Licht und die hinteren haben rotes Licht. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das hat auch vorne eine Pyramide, hier mit der abgeschnittenen Spitze. Also diese Panzer dienen der neuen Weltordnung. Und das asiatische Mädchen hat eine weiße Fahne in der Hand. Also sie will Frieden. Sie hat hier ein Zeichen gegen Atomkraft und hier ein Herzchen. Also sie will kein Krieg. Ich vermute mal, dass das Mädchen für Taiwan steht. Und jetzt wird sie von einer Gestalt angefasst. Die dem Tod ähnelt. Also ich vermute mal, das bedeutet die Vernichtung Taiwans. Das ist nur meine Vermutung. So, der Antichrist
befindet sich in so einem Schlummerzustand. Der ist noch nicht ganz da sozusagen, aber er ist schon auf dem Weg. Die Medien manipulieren die Menschen, was das Zeug hält. So, der feurige Atem des Antichristes kommt ihm voraus. Man kann ihn schon spüren und jetzt erscheint er. So, hier oben hängt ein Kokon, der für die Erneuerung der Welt steht wahrscheinlich. Also es wird das Alte wird zerstört, die neue Welt entsteht. So, der wird in Feuer und Blitz kommen, also mit großen Kriegen und Problemen für die Menschheit. So, hier fängt an, alles zusammenzubrechen im Hinterher. Das ist der Zusammenbruch der alten Welt, damit symbolisiert. So, jetzt erscheint wieder der Dämon in einer Maske der indischen Gottheit des Krieges. Indische Gottheit des Krieges ist das. Und der tanzt da herum, also es geht um Krieg. So, jetzt springen die Fische in das Boot von diesem Antichristen. Das bedeutet, dass die Menschen ihm zulaufen werden und die alte Welt im Hintergrund zerbricht. So, hier wird es ein bisschen eklig, das Ganze. So, hier wird eine alte Frau dargestellt in einem Gefängnis, der ein Phallus ähnelt, und hier wird so ein Herzchen, wieso eigentlich steht für, sollte eigentlich Liebe darstellen, aber es mutierte zu einem Hurenzeichen. So, diese Frau schaut raus und wundert sich darüber, was draußen alles passiert. So, hier wird die Unreine dargestellt sozusagen. Sie wird wie fotografiert mit einem Blitz. So, ich vermute mal, dass das mit dieser Frau die katholische Kirche gemeint ist, die in die Pädophilie-Skandale verwickelt ist. So, dass man sie so auf diese Weise moralisch zerstört. So, jetzt haben wir hier eine Helix. Heißt das, glaube ich, also ein Symbol für die Ewigkeit, und der Antichrist geht da durch und hier im Vordergrund zerbricht die alte Welt und der geht durch diese Helix und soll ewig herrschen, nach der Meinung der Leute, die ihn befürworten. So, hier tanzen wieder die Dämonen und hier sehen wir Menschen, die so in militärischen Formationen stehen und gleich von dem Antichristen vernichtet werden, die zu Staub werden. So, die Medien haben ihre Funktion erfüllt und verziehen sich. Also wahrscheinlich werden die nicht mehr so richtig funktionieren nach dem Ganzen. Die Menschen sind hirnlos und folgen dem Antichristen. Der Tod dirigiert das Ganze fröhlich. Nochmal. So, der Tod dirigiert hier fröhlich. Also, ja, wohl hat etwas mit Massenmord zu tun. So, der Sufismus, dieser Derwisch, tanzende Derwisch steht für Sufismus, das ist eine mystische Richtung im Islam. Dieser Junge, der bei der Frau im Schoß lag, der ist jetzt
am Tanzen, aber er hat keine Hände mehr. Man sieht das nicht hier so direkt. Die Ärmel sind länger als die Hand und die Hände sind sehr kurz, so bis Ellbogen ungefähr nur. Also der hat keine Unterarme mehr und tanzt da vor dem Mond. Also das Sufismus als eine mystische Bewegung im Islam kann für die Welt, neue Weltordnung sehr nützlich werden. Deswegen wird er wahrscheinlich dann gepusht sozusagen und ja, den aktuellen Islam ersetzen und in die neue Weltordnung integriert werden. So, Al-Aqsa-Moschee ist nicht ganz kaputt. Darüber tanzt jetzt dieser Derwisch, tanzender Derwisch des Sufismus. Also es wird wieder geboren, der Islam in eine andere Form. Eine Form, die für die neue Weltordnung akzeptabel ist. So, die Dämonen tanzen hier in verschiedenen Masken herum. Also die Lüge in jeder Form wird ausufern sozusagen, um die Menschen zu manipulieren. So, hier ist so interessant. Das ist hier die Teufelsfratze, der Saba runterläuft und Stern in den Augen. Also als hätte der Teufel etwas gesehen, was ihn sehr begeistert. Der sieht den Sonnenaufgang. Und was der Sonnenaufgang natürlich bedeutet in diesem Fall, ist was ganz anderes als für uns normalerweise. Das bedeutet die Herrschaft des Antichristen und er ist davon wohl ganz hingerissen, der Teufel. So, hier kommt der Antichrist selbst, noch im Schlummerzustand. So, jetzt wacht er auf und in seinen Augen ist Feuer, Höhlenfeuer zu sehen. So, jetzt passiert was ganz Komisches. Im Hintergrund ist eine christliche Kathedrale mit einem Kreuz. Auf seiner Stirn ist Stacheldraht. Das ist nicht Dornenkrone, wie bei Jesus. Das ist Stacheldraht. So, Stacheldraht symbolisiert eine Unfreiheit zu tun, was man will. Also man ist begrenzt in etwas. Und dieser Stacheldraht verschwindet, während die christliche Kirche zusammenbricht. So, jetzt ist Stacheldraht verschwunden und jetzt bricht die Kirche zusammen. So, und was kann das bedeuten? Das bedeutet, dass das Christentum den Antichristen daran gehindert hat, zu erscheinen. Und jetzt ist das Christentum zerstört praktisch und der Antichrist hat freie Hand. Er hat keine Behinderungen mehr. Ach so, ja, ich wollte noch zeigen, dieser Zeichentrickfilm wurde vor 10 Jahren gemacht. Schaut mal, wie diese Spitze zusammenbricht. Und vor 4 Jahren passierte das hier. In Paris. Eine gewaltige Rauchsäule ragt über der Kathedrale von Notre-Dame in den Pariser Himmel. Über Stunden schlagen Flammen aus einem der weltweit bedeutendsten Wahrzeichen. Vom Feuer zerfressen fallen Teile des So, und jetzt fällt die Spitze. Dachs und der drei Die Spitze sehr ähnlich wie im Zeichentrickfilm herunter. Und das ist dann 6 Jahre später passiert, nachdem dieses Zeichentrickfilm veröffentlicht wurde. So fällt die Spitze. Teile des Dachs und der 93 Meter hohe Spitzturm in sich zusammen. 400 So, jetzt kommen wir zurück. Geht's weiter hier?
So, die Kirche wird aber vollkommen zerstört und wird nicht wieder in irgendeine andere Form wiederhergestellt, wie nach dem Film hier. Also, der hat hier eine Pyramide auf der Stirn. Habe ich das schon erzählt? Nein, ich glaube nicht. Und das Auge ist normalerweise auf der Spitze der Pyramide, da oben. Aber das Auge ist hier unten unter der Pyramide. Das bedeutet, dass dass Gott selbst sozusagen auf die Erde herabgekommen ist. Da die Freimaurer meinen, dass der Antichrist sozusagen Gott ist, für uns Christen ist er ja der Teufel, leibhaftig sozusagen, aber für die ist das ja Gott leibhaftig. Also, und er ist dann erschienen auf der Erde, ist er jetzt nicht mehr oben, sondern unten auf der Erde. Deswegen ist das Auge unter der Pyramide. So, jetzt gehen wir weiter. So, jetzt sehen wir den Sonnenaufgang, was bei denen auch ein Symbol der Weltherrschaft des Antichristen ist. Und da sehen wir am Horizont die Pyramiden, die stehen für nationale Staaten, national regierte Staaten. Und aus der Sonne kommen solche Meteoriten oder sowas, die sie treffen und zerstören. So, und die Pyramiden zerfallen. So, die sind zerfallen und die Sonne ist aufgegangen. Das bedeutet, die Zeit des Antichristen hat begonnen. Und das Boot von dem ist auch zum Stehen geblieben, zum Stehen gekommen. Und die Sonne ist aufgegangen. So, das ist das Ziel. Sozusagen eine Weltherrschaft des Antichristen. Der sieht nur so aus wie Jesus, ist es aber das Gegenteil. So Leute, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Vielleicht erkennt ihr noch irgendwelche Symbole aus dem Film, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Und bis zum nächsten Mal.